Im mittelalterlichen Kriminalmuseum, dem einzigen Rechtskundemuseum Deutschlands, sehen Sie ca. 50.000 Exponate, wobei fast alles Originale sind, stammen nicht nur aus Rodenburg bzw. Deutschland, sondern wurden aus der ganzen Welt zusammengetragen. Im Mittelalter galt die Folter nicht als Strafe, wie viele meinen, sondern sie wurde angewandt, um einen Angeklagten zum Geständnis zu bewegen. Also sprich, wenn Zeugen oder Beweise fehlten. Die Folter selbst lief in drei Phasen ab. Die erste Stufe war einfach mal das Androhen der Folter. Die zweite Stufe war dann das Zeigen der Foltergeräte. Und die dritte Stufe war entweder das Quetschen mit Daumenschrauben, Beinschrauben bzw. das Ziehen und Strecken auf einer Streckbank oder Streckleiter. Die Menschen damals hat man nicht nur körperlich bestraft bzw. gequält, sondern man hat sie zum Teil auch bloßgestellt und zum Gespött der Leute gemacht, indem man eine Pranger- oder Schandstrafe verhängte. Damit man jetzt wusste, wegen was die am Pranger standen, bekamen sie entweder eine Schandmaske auf oder einen Gegenstand umgehängt, wie man hier auch im Museum sehr viele Ausstellungsstücke hat. Eine andere Möglichkeit, um am Pranger zu stehen, war, dass man hier so eine Halsgeige umbekam. Die war also damals für böse Frauen. Böse Frauen waren so Drahtschreiber, die irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Und zwar hat man die hier um den Hals gelegt, dann wurden die beiden Arme oder Hände von unten hier durchgesteckt und hier vorne dann verschlossen mit einem Schloss und ist dann so angekettet am Pranger gestanden zwischen 1 und 8 Stunden. Die eiserne Jungfrau von Nürnberg war damals kein Folter- oder Tötungsinstrument, wie viele meinen, sondern sie war nur ein Schandmantel für unzüchtige Frauen und Mädchen. Die wurden damals reingesperrt, es war dunkel, sie hatten Platzangst, bekamen auch schlecht Luft, kamen aber körperlich unversehrt wieder raus. Die Todesstrafen im Mittelalter wurden natürlich auch für Kapitalverbrechen vollzogen. Es gab da verschiedene Arten der Todesstrafe. Es gab zum Beispiel die schlimmste, das sogenannte Rädern, war damals nur für Männer und nur für schwere Verbrechen, wie zum Beispiel Mord oder Attentat auf den König. Es gab natürlich Erhängen, das war die ehrloseste Todesstrafe, die es damals gab, zum Beispiel eben für Räuberbanden. Es gab also die unterschiedlichsten Todesstrafe, hing eben mit dem Status der jeweiligen Person zusammen und mit dem Verbrechen.